Hallo, willkommen zu einem neuen Video. In diesem heutigen Video möchte ich euch zeigen, wie man eine festsitzende Welle von einer Heizungspumpe wieder gängig machen kann. Und wie das geht, seht ihr in einer neuen Folge von Yoga klärt. An meiner Solaranlage ist jetzt hier eine Grundfos-Heizungspumpe oder Solarpumpe verbaut. Die steckt nun jetzt schon ein paar Jahre hier drin, so circa 10 Jahre. Und jetzt habe ich gestern festgestellt, dass diese Pumpe nicht mehr arbeitet. Also die ist einfach, bleibt einfach, steht einfach, tut kein Medium mehr fördern. Solche gleichen Pumpen werden genauso in ganz normale Heizungsanlagen eingebaut. Also die Funktionsweise ist fast identisch. Als allererste Arbeit, die ich hier vornehmen werde, ist den Strom abzuschalten an der Pumpe. Das mache ich im Sicherungskasten. Oder wenn die Pumpe extra in einem Steckdose eingesteckt ist, dann ziehen wir den Stecker bitte aus der Steckdose. Also unbedingt stromlos machen diese ganze Geschichte. Als zweites tue ich jetzt meine Ventile schließen, die oben von der Solaranlage von den Kollektoren kommen, so dass hier kein Medium mehr sich bewegen kann, bei mir jetzt in den Strängen. Und als nächstes gilt es, diese Schraube hier zu lösen. Das ist die sogenannte Entlüfterschraube. Dafür bedarf es einen großen Schraubenziehers. Oder wie bei mir im Falle, habe ich mir so einen großen Schraubenzieher in die Nuss gesteckt. Da kommt jetzt wieder mein Profi-Nusskasten zur Anwendung, den ich dann nochmal mit verlinken werde. Über diesen Profi-Nusskasten habe ich auch nochmal ein Video gemacht. Könnt ihr hier oben mit sehen. Blende ich mal kurz mit ein. Wie schon gesagt, also bitte die Heizungshähne vor der Pumpe und nach der Pumpe auch schließen, wenn vorhanden. Da, wenn wir jetzt diese Öffnung hier aufmachen, Flüssigkeit ja austreten kann. So, und ich werde jetzt als erstes diese Schraube hier mal lockern, halte da einen Lappen bereit, weil hier ein bisschen Flüssigkeit jetzt austreten wird. So, geht ziemlich schwer, aber mit so einem großen Schraubenzieher jetzt. Auch ziemlich einfach. Gehen wir jetzt abmachen. Und jetzt sehen wir auch schon, es läuft hier Flüssigkeit aus. Und jetzt können wir unsere Entlüfterschraube hier herausdrehen. So, und jetzt können wir mal hier reinschauen in dieses gute Loch. Und zwar sehen wir da einen Vierkant. Also quasi, dass man hier mit einem Kreuzschlitzschraubenzieher reingehen kann und die Welle andrehen. Es gibt verschiedene Pumpen da. Ist normalerweise nur ein Schraubenzieher-Schlitz vorhanden, aber bei mir ist jetzt hier so ein Vierkant und werde ich das mal jetzt mit meinem Schraubenzieher versuchen zu drehen. So, ich weiß nicht, ob ihr das jetzt so sehen könnt ungefähr. So. Und jetzt versuche, ja, sie sitzt etwas fest und ja, sie lässt sich drehen. Wenn ihr das seht, könnt ihr das jetzt sieht man, wie sich das Pumpenrad dreht. Also hier seht ihr, wenn wir das so umdrehen, jetzt seht ihr, wenn wir das so umdrehen, na, so, jetzt kann man sehen, wenn wir das so umdrehen, dass das Pumpenrad sich dreht wieder. Also damit ist jetzt unsere Blockade entfernt hier und sollte eigentlich wieder weiterlaufen. So, als nächstes tue ich jetzt meinen Verschlussstopfen wieder aufdrehen, nehme einen Schraubenzieher wieder, drehe das auf, ziehe das wieder fest an und nehme jetzt meinen besonders großen Schraubendreher wieder und werde jetzt diese Schraube hier besonders fest anziehen. Also da bitte so und dann sollte sie auch fest sein. Jetzt wischen wir noch das ganze restliche ab, was hier rausgelaufen ist. Öffnen jetzt die Absperrhähne überall wieder und jetzt werde ich die Stromzufuhr anschalten und da werden wir mal schauen, was sich hier tut, ob sich hier wieder was bewegt. So, jetzt schalte ich auf Handbetrieb und Pumpe bewegt sich wieder. Man kann es hören. Kann man mit dem Mikro weiter rangehen.
Man hört es rauschen, Pumpe bewegt sich wieder, also von daher sehr gut. Wenn ich jetzt runterschalte, ist es weniger. Man kann das auch, dass so eine Pumpe wieder ordentlich läuft und arbeitet, sieht man auch am Durchflussmesser, der ja dann ausschlägt, da ja hier Druck aufgebaut wird. Und somit läuft jetzt meine Pumpe wieder, meine Solaranlage läuft wieder, also ich dachte erst, die Pumpe ist kaputt. So, also wie schon gesagt, Grundfosspumpen im Heizungsbereich sind fast immer so aufgebaut. Entweder, also ob das nur eine Solarpumpe ist oder eine Heizungspumpe, die meisten Pumpen sind so aufgebaut, dass man hier drinnen quasi hier so eine Schraube hat, so eine Lüftungsschraube, und die man mal aufdrehen kann und die Pumpe anschieben kann oder andrehen, wenn eine kleine Festigkeit besitzt. Finde ich eine gute Sache. Ist wie eine kleine Wartungsöffnung für sowas, also dass man nicht immer das ganze Gehäuse dann abnehmen muss. Also das zumindest bei der Bauart von Pumpen funktioniert das so. Es gibt auch andere Bauarten von Pumpen. Und zwar sehen die Pumpen dann so aus wie diese Pumpe hier. Das ist eine Grundfos Alpha. Diese besitzt nicht so einen Adapterdeckel oder also so eine Entlüftungsöffnung. Diese kann man nicht so anschieben. Also das ist ja die energiefreundlichste Lösung von der Firma Grundfos, was es so auf dem Markt gibt momentan. Die habe ich mir auch nachträglich dann nachgerüstet. Ich hatte auch so eine drüben, wie man in der Solaranlage hatte, so eine Pumpe drin. Aber diese Pumpen haben wirklich laufen sehr kosteneffizient, haben einen geringen Wattanteil, und meine Pumpe läuft normalerweise immer, wenn ich die laufen habe, auf der Stufe 2 läuft die bei mir eigentlich immer hier im Haus. Also beläuft es zwischen 5 und 7 Watt. Also das ist Wahnsinn, Energieeinsparung. So, damit sind wir auch schon fast am Ende des Videos angekommen. Und ich hoffe, ich konnte den einen oder anderen mal aufzeigen, wie man so eine Pumpe kostengünstig, wohlgemerkt, und ganz einfach mit einfachen Mitteln wieder ins Leben rufen kann, ohne dass man erst den Heizungsinstallateur kommen lassen muss. Und wenn euch das Video gefallen hat, wie immer bitte einen Daumen und noch ein Abo hier unten drunter. Und bitte teilt dieses Video, ganz wichtig für mich. Und wir sehen uns in einer nächsten Folge wieder. Bis dahin, euer Jörg.